Ja, moin moin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe euch heute zwei Zimmerpflanzen mitgebracht, die sich aus meiner Sicht ganz besonders für den Biologieunterricht eignen. Und zwar vor allem deshalb, weil sie wirklich wenig pflegebedürftig sind. Also wenn man die mal 2 Wochen nicht gießt, was ja so die Länge der Herbstferien oder der Osterferien ist, dann überleben die das vollkommen problemlos. In den Sommerferien muss dann gelegentlich da mal jemand vorbeischauen, aber das ist auch machbar. Ja, und dann haben wir hier erstmal den fleißigen Heinrich oder Tradescantia oder auch Dreimasterblume genannt. Die kann man auch natürlich für Blattfarbstoffe und so etwas verwenden, aber eigentlich hatte ich sie mir dafür gekauft. Ich hatte gelesen, dass man da sehr leicht die Epidermis abziehen kann. Das hat sich nicht wirklich bewahrheitet. Es geht, aber nicht wirklich überzeugend. Ich werde euch aber gleich zeigen, wie man sie trotzdem ganz besonders sinnvoll einsetzen kann aus meiner Sicht. Ja, und dann habe ich hier den Pfennigbaum. Der ist auch gut geeignet für den Unterricht und wie gesagt sehr robust. Und auch da werden wir gleich in die Nahaufnahme gehen und dann zeige ich euch, was man damit genau machen kann. So, dann bis gleich. So, wir haben jetzt hier erstmal ein Blatt des Pfennigbaums. Das habe ich von der Pflanze eben entfernt. Und das Coole daran ist, man kann die Epidermis wirklich sehr leicht abziehen. Es gibt natürlich auch diese Nagellackabzüge von Blättern. Die sind auch sehr schön und sehr nützlich, wenn man zum Beispiel die Zahl der Spaltöffnungen bestimmen will oder so etwas. Aber lebende Epidermis hat auch so ihre Vorteile, nicht? Zum Beispiel kann man schauen, ob die Epidermiszellen oder auch die Schließzellen Chloroplasten enthalten. Das kann man machen. Und man kann sogar, wenn man destilliertes Wasser verwendet oder zum Beispiel eine Kaliumnitratlösung, kann man die Epidermiszellen sogar öffnen und schließen. Das ist natürlich besonders cool. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das macht. Man muss das Blatt einfach nur brechen. So. Und dann die andere Seite abziehen. So, und habt ihr schon gesehen hier, hier sind solche Epidermisreste entstanden und die kann man jetzt abziehen mit der Pinzette oder auch mit der Hand und auf den Objektträger legen. Dann hat man hier lebende Epidermiszellen, Tropfen Wasser drauf machen, eventuell anfärben und mikroskopieren. Methylenblau ist da ja der Klassiker. Ja, das war das Erste und gleich zeige ich euch noch, was man mit der Dreimasterblume mit dem fleißigen Heinrich machen kann. Bis gleich. So, ja, von unserem fleißigen Heinrich habe ich hier mal einige Ableger gemacht. Einfach abbrechen von der Pflanze. Die bildet neue Triebe wirklich ohne Ende in Wasser stellen und dann bilden sich sehr schnell Wurzeln aus. Das hole ich mal raus hier für euch. Man kann das eigentlich im Wasser am besten sehen. Deswegen komme ich jetzt noch mal näher ran, dass also diese Wurzeln sogar hier ganz besonders schön zu sehen sind mit den Feinwurzeln und die kann man dann einfach entfernen mit der Pinzette und zum Beispiel ebenfalls auf einen Objektträger legen. Das würde dann so aussehen. Und was wir beim Ausprobieren festgestellt haben, ist, dass es sehr sinnvoll ist, die auch noch anzufärben. Sonst kann man die Feinwurzeln nämlich kaum erkennen. Die sind hier nur so als ganz feiner Film zu erkennen. Und ja, das kann ich euch sehr empfehlen für den Unterricht, so für die ersten Mikroskopierübungen. Bei uns wäre das ungefähr in Klasse 6 angesiedelt. Ja, und das war jetzt so ein kurzer Einblick, welche Zimmerpflanzen sich für den Biologieunterricht eignen. Da gibt es natürlich noch viel mehr, aber diese beiden sind mir erstmal besonders wichtig gewesen. Ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.